hat das zum halben Preis angeboten. Weil Sonic-Spiele in der Regel sich schlecht verkaufen in meiner Ecke. Es war zu weit weg. Vergiss mal dran zu denken, hier sofort R1 zu drücken. Okay, so sollte es eigentlich klappen. Ich dann hier. So ist gut. Aber der Rest hat dafür nicht geklappt. Schade. Na, der Sprung war Müll. Ach Gott, verdammt, der Level. Aber ich bin so kurz davor, ihn zu knacken. Warum jetzt nur 318? Nehmen wir es doch einige Male 319. Blödes Ding. Das hat nichts gebracht. Aber wenigstens zwei Kometenschieber. Warum das Punkt so scheiße war, wüsste ich jetzt auch gerne. Okay. Damit sollte sich das Thema hoffnungsvollerweise erledigen. Nein! Brauche ich denn wirklich 1000 Punkte dafür? Ach, wäre der eine Sprung nicht so scheiße gewesen, hätte es geklappt. Na, wette ich mich, da wette ich mit euch, das hätte geklappt. Ah, eindeutig. Muss ja von weiter weg starten. Ah, Kometenschuss. Schade, kein zweiter Kometenschub. Ja, der Sprung lief gut. Ja, so schaffe ich das garantiert nicht. Oh. Umfaufter Kometenschub erlaubt mir, diese Mission zu beenden. Ja! Ja! Sieg! Das ist sie, die ultimative Kraft, nach der ich all die langen Jahre gesucht hatte. Man weiß, es ist am Ende der Babylon-Story schon erledigt, Kumpel. Ja, Mission. Endlich. Ich muss Gegenstände schrotten, okay. Nun muss ich mir die Gravität... Das haben wir doch schon durch. Wie, es ist schon wieder Storm. Nein, es ist Jet. Warum ist diese Mission zeitgeschaltet? Warum war die Mission... Ich sollte nicht nachfragen, aber... Warum? 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 Da braucht weniger Punkte. Ich habe mir einige Kästen platt gemacht. Okay, nochmal 4. Der Sprung ging so. Warum kann man da so nicht lang? So oberarschig. Ha!
Oh, der 30 Punkte oben, das kommt mir natürlich gut. So. Der Trick, diese Rampen perfekt zu kriegen, ist... Man macht das Übliche eigentlich. Nein. Stimmt ja. Man macht das Übliche eigentlich. Man fährt da hoch. Aber wenn man so gegen Mitte, also wenn man so gegen Ende der Halfpipe kommt, dann muss man einfach wieder nach rechts gehen, damit man praktisch daran entlang fahren kann. So ist es viel einfacher, den Sprungpunkt genau zu erwischen. Ernsthaft? Oh, ernsthaft. Oh, nee. Na, wiederholen. Okay, da habe ich ein bisschen zu viel mit der Gravi-Steuerung rumgespielt. Ich hätte mehr so an der einen Stelle machen müssen, wie üblich. Das, was da rumfliegt, kann man nicht kaputt machen. So. So. Kriegt die Objekte eh nicht, von daher. Oh ja. Ich hab schon fast gedacht, ich krieg keine Punkte dadurch. Dann, Jungs, ihr seid mir peripher im Weg. Und zack. Das gehört bestimmt genug Objekte zusammen. So, jetzt Fahrjet. Fahr. Gut. Das wäre dann auch geschafft. Kolossal! Perfekt! Kein Wunder, dass er als Babylons Bester bekannt ist. Wird aber auch nur von einem Meisterfahrer gefahren. Meisterfahrer, der keinen Bock mehr auf das Spiel hat. Beziehungsweise auf seine PlayStation 2. Greife die Roboter an, um das Ziel in weniger als 1 Minute und 20 zu erreichen. Ich habe das Ziel schon in weniger als 1 Minute 10 erreicht. Meine Anti-Sonic-Roboter werden mit so einem V-Storm mit links fertig. Sagt wer? Sagt wer, Eggy? Oh, hier, lauf, 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 lauf. Und sie da eins von diesen epischen Standbildsequenzen. Ich hätte ruhig Gravi gebraucht. Wenn er die slappt, dann drehen die sogar auf der Karte rund. Okay. Und was ich sicher sagen kann über die Sprünge ist zum Beispiel, dass die Luftzeit immer gleich ist. Jetzt lauf! Noch einen einzigen. Oh, Son lässt mich hier in Stich, beziehungsweise mein Grabber lässt mich hier in Stich oder mein Rechner. Wegen zu vielen Standbildern, wegen denen ich auch die ganze Scheiße verpasst habe. Er läuft aber auch behämmert. Mein Ernst. So. So. Hätte ich sofort gewusst, dass es rechts abginge, wäre ich hier auch schneller gewesen. So, 4 Stück, 5 Stück. Ich habe alle, eigentlich muss ich nur noch ins Ziel kommen. Vielleicht schaffe ich nur den Rest zu hauen, damit ich als Erster ins Ziel komme. Haha!
Und vorwärts. Du hast mit dem gnadenlosen Tempo angegriffen. Storm, vor dir muss man Ehrfurcht haben. Das heißt, von mir muss man Ehrfurcht haben. Ist aber auch scheißegal, weil ich hab erstmal die Schnauze voll für heute. Mein Hals scheint es irgendwie auch nicht wirklich auszuhalten. Er sollte irgendwie trocken, ich weiß auch nicht warum. Jedenfalls geht's morgen nach dorthin und dann nach dorthin. Also dann, man sieht sich, bis zum nächsten Mal.